Grüß Gott, meine Herrschaften. Herzlich willkommen zu Ferdinand Raimunds Original Zaubermärchen in drei Aufzügen Der Verschwender von 1833. Mit dabei sind Julius von Flottwell, ein flotter, weller, superreicher junger Mann, der sehr viele Freunde und ein süßes Geheimnis hat. Und zwar mit ihr hier, der Fee Keristane. Die kommt eigentlich sonst im Outfit eines Bauernmädchens daher, aber so sieht sie in Wirklichkeit aus. Dann gibt es den Kammerdiener Wolf, der seinem Namen alle Ehre macht und nie genug kriegen kann. Also ist der Kammerdiener vom Flotti hier. Außerdem den Diener Valentin, der ist eigentlich Tischlergeselle, arbeitet aber bei Flottwell, weil er so unterhaltsam ist. Und der ist mit der Rosa, einem Kammermädchen von Flottwell, zusammen. Und natürlich gibt es noch viele andere Figuren, die stelle ich Ihnen vor, wenn es soweit ist. Los geht's. Wir befinden uns im Empfangssaal des bescheidenen väterlichen Stammschlosses derer von Flottwell. Und die Diener dienern, die Gäste bechern und der Kammerdiener hat in allem seine Finger drin. Da kommt nämlich ein Baumeister und sagt, Herr Kammerdiener, hallo. Wie ist es denn? Hat Herr von Flottwell vielleicht meinen Entwurf für sein neues Schloss ausgewählt? Tja, der Entwurf von Ihrem Konkurrenten ist 10.000 Gulden billiger. Oh, aber vielleicht könnten Sie Ihrem Chef sagen, dass es nicht billiger geht? Ich wäre Ihnen ewig dankbar in Höhe von 100 Gulden. Oh, das ist ja bescheiden. Hier lang bitte, denn da kommt schon der nächste Baumeister und der so, hallo, hallo, Herr Baumeister. Ihr Konkurrent ist wesentlich billiger. Oh, aber ich zahle Ihnen 2.000 Gulden Provision. Na, wenn es Ihnen so schlecht geht. Während also der Kammerdiener seine Schäfchen ins Trockene bringt, tritt Valentin mit einem lustigen Lied auf den Lippen auf. Es wird überhaupt viel gesungen im Stück. Ich bin nur ein kleiner Schreiner und Diener, aber so glücklich wie kaum ein Wiener. Und diese Sängerin von gestern Abend und Rosa tritt auf und sagt, was ist denn mit der Sängerin von gestern Abend? Die hat mir ein Trinkgeld gegeben und überhaupt ist sie viel netter als du. Und erst streiten sie und dann versöhnen sie sich, indem sie ein Lied zusammen singen. Dann kommt Flottwell und bricht mit seinen Freunden zur Jagd auf und sagt, Hallali, viel Spaß beim Jagen. Ich habe ein ganz besonderes Wild vor der Flinte. Und dieses besondere Wild hält sich gerade in seiner Feenhöhle auf. Die deuten wir jetzt mal hier durch diese Zauberblume an. Und die Fee sagt, oh nein, ich muss die Erde verlassen, aber meine letzte Zauberperle, und sie schmeißt sie auf die Erde, puff, soll ein Schutzgeist für meinen Schatzi werden. Du bist jetzt der Schutzgeist für den Julius, alles klar? Das ist ihr Assistent Azur und der so, ja, aber der ist für sich selber verantwortlich, das steht geschrieben, ich kann nichts machen. Ja, aber trotzdem. Dann gibt es einen Jägerchor. Anschließend singt der Valentin auch noch ein Jagdlied, und zwar ein relativ lustiges. Kurz in allem Ernst gesagt, es gibt nichts Dummeres als die Jagd. Und bang, tritt der Flottwell auf und trifft seine geliebte Minna. Erstmal sieht sie, wie gesagt, aus wie ein Bauernmädchen. Und er so, endlich, ich habe mich so nach dir gesehnt, du kommst jetzt mit und wir heiraten. Und sie so, ach Mensch, ich würde ja gern, aber in Wahrheit bin ich gar kein Bauernmädchen, sondern eine Fee. Ach, deshalb diese Flügel. Bist du etwa Galaktika vom fernen Stern Andromeda? Nee, Keristane heiße ich und ich liebe dich voll, aber meine Zeit ist leider vorbei auf Erden. Akropolis, adieu. Nein, dann will ich auch nicht mehr leben. Und sie so, och, ich bin voll gerührt und liebe dich, wie gesagt, total, aber das ist abgelehnt. Ich würde dir aber vielleicht ein Jahr abnehmen. Und er so, ja klar, so viel du willst. Nee, nur ein Jahr. Ich erkläre es dir später. Tschüss. Und er so, nein. Und ist völlig unglücklich. 3 Jahre später ist das neue Schloss fertig und Flotti ist über den Trennungsschmerz von Keristane ganz gut weggekommen. Er hat eine neue Geliebte, er feiert immer noch ständig und lässt sich vom Wolf bescheißen. Und der Valentin ist auch immer noch sein Diener und sagt zu Rosa, hier, du darfst nicht immer so unfreundlich zu dem Wolf sein. Der hat doch voll den Einfluss. Ja, aber der will mir an die Wäsche. Was? Sei gefälligst unfreundlicher zu diesem Wolf. Flottwell ist schon ganz gespannt darauf, wie der Abend verlaufen wird, weil er heute beim Präsidenten um die Hand von dessen Tochter Amalie anhalten will. Da begegnet ihm ein geheimnisvoller Bettler und sagt, bitte, bitte, Geld. Und er so, an wen erinnert mich der? Was willst du? Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich möchte im Prinzip all dein Geld. Und er so, was? Ist ja ein bisschen unbescheiden für einen Bettler. Also, ich kann das jetzt nicht erklären. Ja, ja, schon gut. Und er gibt ihm 10 Euro und schmeißt ihn raus. Dann wird die Rosa von einem Gast sexuell belästigt. Und der Flotti sagt das, was Chefs leider auf der ganzen Welt immer noch sagen. Ja, da musst du dich halt mal ein bisschen vorsehen, wenn die Gäste betrunken sind. Und überhaupt, der Wolf hier, der hat sich auch schon über dich beschwert. Und die, was? Na, da kann ich aber was erzählen. Und der Wolf so, du kannst gar nichts erzählen. Aber da platzt der Valentin rein und sagt, der Juwelier ist da. Und sie so, Mensch! Und er so, was denn? Denn die Aufmerksamkeit des Chefs ist jetzt völlig vom Juwelier in Anspruch genommen, denn der bringt Klunker für die Amalie für heute Abend. Und der Flotti sagt, lass mal sehen.
Die sind ja total scheiße, die Klunker. Was, ich habe das genau gemacht wie bestellt? Er schnappt sich die Klunker der Flottwelt, schmeißt sie aus dem Fenster und der so, oh Gott, die Klunker und ich will doch mein Geld. Der geht erstmal wutentbrannt ab, kommt dann aber zurück und sagt, ja, hier hast du dein Geld. Es tut mir leid, es war gerade ein bisschen unfreundlich von mir. Der ist weg, dann kommt der Kammerdiener und sagt, also das Geschmeide ist weg. Ne? Das muss die Rosa geklaut haben. Was, die Rosa? Das kann ich mir gar nicht, na gut, dann musst du sie halt rausschmeißen, aber sonst will ich keine Bestrafung, hörst du? Und er so, klar. Und der Amalie können sie ja einfach diese ganz teure antike Vase schenken, die sie in Paris gekauft haben. Und er so, okay. Da kommt Amalie mit ihrem Papa, das ist die schöne Amalie, das ist der Papa, und der Flotti so, Herr Präsident, ich freue mich so, dass Sie da sind und ich würde so gerne die Hand Ihrer Tochter, was? Nein, ich bin hier in aller Freundschaft, aber auf keinen Fall Freundschaft plus. Wieso? Hat dieser miese Baron Flitterstein vielleicht hinter meinem Rücken? Da kommt auch schon Baron Flitterstein und sagt, was ist mit mir? Und der so, das wird mein Schwiegersohn. Und der so, nein. Dann schenke ich jetzt aber der Amalie trotzdem eine irre teure antike Vase, die ich in Paris gekauft habe. Und der Schwiegervater so, nein, die ist zu wertvoll, die können wir auf keinen Fall annehmen. Oh, Unverschämtheit, dann schenke ich die halt meinem Kammerdiener. Und der so, gerne, immer her damit. Der nimmt gern alles abgelegte Geschmeide und Wertgegenstände von seinem Herrn. Und dann wird das neue Schloss eingeweiht, ja, sieht ja schon sehr schön aus hier hinten. Der Amalie wird zwischendrin schlecht und der so, Mensch, Schatzi, aha, hast du dich verraten, du Betrüger Flottwell, duellieren wir uns. Okay, sie gehen sich duellieren und das ist natürlich super spannend und der Valentin so, Rosa, Rosa, da duellieren sie sich. Ja, und ich muss gehen. Wie bitte? Der hat gesagt, ich hätte den Schmuck geklaut, habe ich aber gar nicht und mich rausgeschmissen. Dann gehe ich mit dir. Ich mache meinen Tischlermeister und wir gründen eine Familie. Sie sind weg, Amalie wird ärztlich behandelt. Dann schleicht sich der Flotti zu ihr und sagt, Amalie, das wird nichts mit uns, wenn wir einfach hier bleiben. Wir müssen abhauen, wie wir es besprochen haben. Heute Abend an der Ruine. Und die so, Schluck, okay. Dann kommt ihr Papa und sagt, was machen Sie hier mit meiner Tochter? Und er so, nix. Und nimmt seine Tochter mit. Flotti ruft seinen Kammerdiener, Wolf, ja, pack zusammen, wir gehen nach England. Dampft ab und er so, tja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Wildschwein in Pfefferminzsoße. Das ist nichts für mich. Flotti wartet dann am Abend erstens auf Amalie und zweitens auf seinen Kammerdiener und es läuft ihm wieder der Bettler über den Weg, der auch bei der Hauseinweihung, also Schlosseinweihung, da war nochmal und genervt hat und sagt, an wen erinnert, der sieht aus wie mein Vater, das ist es. Und er so, was willst du? Ja, wie gesagt, ich möchte möglichst all dein Geld, auch wenn ich es dir jetzt nicht erklären kann. Komm, hier, verschwinde! Und er nervt ihn so, dass er versucht, ihn zu erstechen. Tschack! Und der so, ha, das kannst du ja nochmal versuchen. Und er geht erst weg, nachdem der ihm die Hälfte seines Geldes gegeben hat, das er dabei hat. Dann kommt tatsächlich Amalie, wer nicht auftaucht, ist der Wolf. Der verrät ihn also, lässt ihn im Stich. Und sie hauen tatsächlich trotz Unwetter per Schiff nach England ab. Jetzt vergehen 20 Jahre und sie sind nicht die 20 besten Jahre im Leben von Julius von Flottwell. Denn als er zurückkommt nach Hause, sieht er so aus. Ja, das ist Julius von Flottwell. Und er sagt sich, ach, guck an, Home Sweet, schade, dass ich überhaupt keine Kohle mehr habe. Entschuldigung, wer wohnt denn jetzt hier? Und so ein Gärtner sagt, ja, das ist der Herr von Wolf? Das ist doch mein Kammerdiener. Keine Ahnung, er ist jedenfalls ein total geiziger Arsch. Da kommt der geizige Arsch auch schon, gestützt von Dienern. Er ist auch sehr krank und sagt, oh, Herr von Flottwell, wie geht's denn? Und er so, ja, wie geht's dir denn? Ja, Gicht, sehr schlecht. Ja, und ich habe Weib, Kind und Reichtum verloren und überhaupt geht's mir überhaupt nicht gut. Und wie bist du an dieses Schloss gekommen? Ja, das war ein sonderbarer Zufall. Und der spricht aber die ganze Zeit nur von sich, denkt nur an sich, kommt gar nicht auf die Idee, seinem Ex-Chef zu helfen. Allerdings kommt der Valentin vorbei. Der ist mittlerweile ein ehrbarer Tischlermeister und sagt, hä? Flotti, das gibt's ja gar nicht. Mensch, Chef, super, ich bin's, der Valentin. Oh, hallo. Sie waren immer so großzügig zu mir. Ja, damit ist es jetzt leider vorbei. Das ist doch super, dann kann ich mich doch jetzt mal revanchieren. Kommen Sie mit. Und er nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Die Rosa, seine Frau, ist gerade nicht da. Dafür aber der Nachwuchs. Ja, wie Sie sehen, haben wir zwar kein Geld, dafür aber viele Kinder. Kinder, das ist mein Ex-Chef, unser Ex-Chef. Der war immer super nett zu uns. Hallo, der wird jetzt bei uns wohnen. Und die so, yippie, freuen sich total. Und er so, ja, also ich muss jetzt noch mal ganz schnell eine Tür reparieren. Vorher singe ich noch schnell das Hobellied. Das ist das bekannteste Lied im ganzen Stück. Und das geht ungefähr so. Mal bist du arm, mal bist du reich. Das Schicksal hobelt alle gleich. Bis gleich. Dann kommt die Rosa nach Hause. Die ist von einem Kind schon gebrieft worden und sagt, Herr von Flottwell, das ist ja sehr nett, dass Sie Ihre alten Diener besuchen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben nichts, ja, wir sind arm. Was wollen Sie hier? Und der so, ja, schon gut und geht. Dann kommt Papa nach Hause. Die Kinder heulen, weil sie das ganz schrecklich finden. Und der so, wo ist denn der Flotti hin? Der ist weg. Ja, spinnst du? Dann gehe ich jetzt auch.
Und die so, das kannst du nicht machen. Und ob, Kinder einpacken, mitkommen. Und die packen schon und die so, bitte, Valentin, das kannst du nicht machen. Ja, mache ich doch. Also gut, dann bleibt er halt bei uns, wir werden es schon irgendwie schaffen. Und er so, na also, Kinder abdampfen, Flotti suchen. Und die machen einen Familienausflug, um den Flottwell zu suchen. Der ist zur Ruine seines alten Schlosses hochgekraxelt und sagt also, das war meine letzte Bergtour. Da macht es Puff und er sieht seinen Doppelgänger vor sich und sagt, hä? Du bist der Bettler von damals, du bist ich. Und er so, ja. Und jetzt kommt der Clou und es macht nochmal Puff. Und eine Schatzkiste steht da und er so, ich war deine Bausparkasse. Ja, all das, was ich damals von dir erbettelt habe, siehst du hier, kriegst du jetzt auf einmal ausgezahlt. Und er so, was, das gibt's ja gar nicht. Da tut sich der Himmel auf und die Fee Keristane guckt aus dem Feenreich runter und sagt, hallo mein Schatz, das war der Schutzgeist Azur. Und weil ich dir ja dieses Jahr abgeknöpft habe, konnte der in deiner Gestalt auftauchen und dieses ganze Geld einsammeln. Und er so, Keristane, Mensch, Schatz, jetzt will ich überhaupt nicht mehr leben. Ich möchte lieber zu dir. Und sie so, ja, nur noch ganz kurz, ne? Und dann sind wir im Reich der Liebe zusammen. Da kommt die Familie Valentin angehastet und der Valentin so, Herr von Flottwell, es tut mir so leid, das hat die Rosa gar nicht so gemeint, die war nur ein bisschen verstrahlt. Sie bleiben jetzt bei uns, wir leben zusammen. Und er so, und ob wir das tun? Und zwar mit der Kohle hier hinten. Deine Kinder werden zur Schule gehen. Und die Kinder so, yippie, jubeln total, weil sie ja noch nicht wissen, was Schule ist. Und die Geschichte ist zu Ende. Moralmäßig ist alles klar, oder? Es geht gar nicht um Verschwendung, es geht um Dankbarkeit. Und das, liebe Gemeinde, war Der Verschwender von Ferdinand Raimund. Vielen Dank. Applaus